heute für euch machen wir einmal Schweinenacken vom Iberico, na, knapp 1,9 Kilo. Und die mache ich als Pulled Pork Burger. Und dann mache ich diese ganzen Gewürze als Mischung drauf. Und ich zeige euch gleich mal das Verhältnis. Früh am Morgen. Und das Erste, was man dann machen muss, Smoker an. So, den Smoker setzt ihr auf eine Zieltemperatur von 105 Grad oder 110 Grad und dann kann es losgehen. Ich nehme dann immer erstmal eine Schüssel und dann hier in dem Fall Santos Schwein schon mal einiges rein. Ne? Dann nehmt ihr Red One, müsst ihr nicht, das Zucker mit drin, das ist ganz gut für die Glasur, so ein Drittel von dem Schwein, ein bisschen von dem Salty Crunch, ein bisschen mehr sozusagen. Das Gunpowder von Ankerkraut, nicht ganz so viel, ja, weil die Kinder mögen das nicht. Pfeffer, bisschen Cajun, Cajun, wie auch immer ihr das ausspricht. Und Chimichurri, da nehme ich relativ viel von. Ja, und dann noch Magic Dust. Ja, da sieht man es. Da kann man auch ganz viel von nehmen. Damit können wir auch auffüllen, das ist eigentlich so das Standardteil. Ja, dann umrühren. Also ich rühre es dann immer um, wenn es noch ohne Öl ist. Ich mache aber schon mal ein bisschen Öl jetzt hier mit rein. Nicht zu viel. Ja, einfach Olivenöl nehme ich. Man kann auch Avocadoöl nehmen, das schon mal so ein bisschen bindet. Ja. Und dann gut rühren, dass ihr so eine leicht klebrige Masse habt. Dann verbindet sich das ein bisschen besser nachher. Ein bisschen platt drücken und dann funktioniert das. Ja. Reicht schon. Ja, dann haben wir hier unseren Iberico Schweinenacken. Und dann der schön trocken getupft, gewaschen, trocken getupft, Olivenöl drauf. Kann ich euch jetzt mit dem Einhandmodus Corona-bedingt hier nicht zeigen. Massiere ich das Öl erstmal ein und dann kommt eigentlich nur noch die Matsche drauf, da drüben. So, los geht's. Ja, wichtig ist halt, dass ihr das alles schön einmassiert. Ja, das Öl erstmal. Und dann lasse ich das auch immer noch mal so 5 Minuten liegen. Sowieso ist das ganze Iberico schon auf Zimmertemperatur gezogen. Und wenn es dann gezogen ist, dann tut ihr erstmal ein bisschen drauf. Und dann drückt ihr das richtig fest an. Ja, dass es dann nochmal reinkommt. Überall. Drüber. Natürlich auch von der anderen Seite. Also das haftet dann auch viel besser an. Ja, kann man jetzt hier die andere Seite nochmal. Ein bisschen lasse ich immer über. Warum, erkläre ich euch gleich. So, also richtig tief einmassieren. An den Seiten, ne, überall wo es geht. Und dann lasst das mal, bis der Smoker warm ist. Vielleicht so 20 Minuten. Lasst das nochmal liegen. Braucht er nicht, also ihr könnt es vorher vakuumieren auch über die Nacht, muss man aber nicht unbedingt, ne? So. So, und dann nehmt ihr den Rest von eurem Rub, seht ihr hier, ja, und dann macht ihr euch heißes Wasser, ja, so, nicht viel, der Rest ist im Tee, morgens macht man immer Tee, weil Pulled Pork dauert ja, kippt das heiße Wasser da rein, nicht zu viel, so. Und dann wird gleich gerührt. Was aber noch dazu kommt, und zwar ungefähr 0,2 Liter, einfach simplen Apfelsaft. Ja? Einfach oben drauf kippen, das ist dann nochmal ganz wichtig. Gut umrühren und dann ungefähr 10 Minuten stehen lassen. Ja? Also Apfelsaft, 0,2 Liter ungefähr, umrühren. Ja? 10 Minuten stehen lassen und dann könnt ihr, egal wann, einmal so ein bisschen Sirupflüssigen dazu tun.
Braucht ja gar nicht viel. Aber weiß nicht, so 4-5 Teelöffel. Gut umrühren. Wie gesagt, stehen lassen. Und das Fleisch kann auch schon mal auf den, also hier ist das Fleisch, kann auch schon mal auf den Grill, auf den Smoker. So, dann ist es soweit. Ihr habt das Stück Schweinenacken, habt einen sauberen Grill, nehmt das Schweinenackenstück und legt es auf den Grill drauf und dann kommt noch ein Thermometer rein. So, das Thermometer macht ihr so rein, dass es an der dicksten Stelle ist, das ist bei mir hier, ja, da kommt es genau in die Mitte. Ja, da müsst ihr es eigentlich nur noch anschließen. Deckel zu und los geht's. So, und ich habe jetzt hier eine Marinierspritze. In meinem Fall ist das die von Santos, weil die ist einfach total geil. Die ist nämlich aus Edelstahl. Und dann ziehe ich das einfach hier rein, den Saft, und gehe damit nach draußen an den Smoker. Und dann zeige ich euch mal, was ich damit mache. Jetzt wird es spannend hier im Einhandbetrieb. Jetzt nehmt ihr einfach die Spritze und dann seht ihr, wie das Fleisch, das reinspritzt, ein bisschen dicker wird. Läuft dann auch raus. Ja. Dann macht ihr das an möglichst vielen Stellen und möglichst die 0,3 Liter einfach rein. Ja, läuft ein bisschen raus. Muss man aufpassen, dass nicht zu viel rausläuft. Aber das ist im Endeffekt alles. Ja, wenn ihr das jetzt gemacht habt, seht ihr so ein bisschen Flüssigkeit drauf. Klappe zu. Und jetzt heißt es abwarten, Tee trinken. So, jetzt guck mal. 93 Grad hat er. Ich habe ihn auf 95 Grad jetzt runtergefahren. Dann halte ich ihn was warm. Und so schaut er aus. Gleich werde ich ihn rupfen für euch. So. Jetzt könnt ihr ganz einfach das Thermometer rausziehen. Mirko ist super. Könnt den Grill schon mal ausmachen, logischerweise. Und dann hole ich das wunderschöne Stück Fleisch jetzt runter. Dafür braucht ihr einen relativ breiten Dings, dann empfiehlt sich hier von Weber, das ist eine relativ breite Schaufel, empfiehlt sich dafür. So, und so schauen sie aus, die Pitas, wenn sie fertig sind. Jetzt guckt mal hier, sieht das aus? Das könnt ihr jetzt ganz einfach zerrupfen. Mache ich jetzt mal, mit einer Hand geht es schlecht. Ganz einfach geht das. So, habe ich die Pita gemacht. Unten Pita und dann oben drauf wunderschön Pulled Pork vom Iberico. So, final haben wir es jetzt geschafft, mal ein super Pita hier zu haben mit dem geilen Pulled Pork vom Iberico. Also, hier ist Pita. Selbstgemacht. Hallo, hier ist Wir machen Peter. das dann nochmal. Hier ist nicht Peter. Also. Hier spricht Peter. Ruhe. Wer da? Ruhe. So, hier. Die 110. Hey, stopp! Karin legt den Wein weg. Karin legt den Schnaps weg. So, jetzt haben wir hier die selbstgemachte Pita mit dem Iberico Pulled Pork. Dann haben wir ein bisschen Asia Mayo und selbstgemachten Tzatziki drauf. Und jetzt guten Appetit, Feierabend. Hau rein!